Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, es gibt heute mal ein Video, wo ich über den größten Minimalismusfehler oder das größte Minimalismusproblem spreche und wie mir das selber so im Leben ab und an begegnet. Ich würde sagen, wenn du magst, besorg dir irgendwie was Leckeres zu trinken und dann legen wir direkt los. Viel Spaß beim Video. Nachdem ich jetzt einige Zeit in dem ganzen Minimalismus-Thema drin bin und schon einige Videos und so weiter zugemacht habe, kommt es natürlich hier und da mal vor, dass Leute sagen, so minimalistisch ist es bei dir ja gar nicht. Es gibt immer noch einige Sachen, die du besitzt, wo man vielleicht sagt, braucht man das wirklich? Oder dadurch, dass wir jetzt in das Haus gezogen sind, dass man sagt, ihr seid zu zweit, wofür braucht ihr denn da so viel Platz? Oder es kommt sowas wie, ja, jetzt bald mit Kind, dann werdet ihr eh so viele Sachen brauchen und dann klappt das mit dem Minimalismus sowieso nicht mehr. Und durch solche Kommentare ist mir irgendwie aufgefallen, wie starr das ganze Thema Minimalismus gesehen wird und wie wertend das ganz viele Leute auch sehen. Weil all diese Aussagen sind natürlich eine Wertung und widerspricht offenbar dem Bild, was man von Minimalismus hat. All das bezieht sich ja darauf, wie viel besitzt eine Person, wie viel darf man denn besitzen, wie viel muss man besitzen und auf was im Leben kann man verzichten. Und das impliziert für mich genau diesen größten Fehler, denn es macht aus Minimalismus als einer Lebenseinstellung, macht das ein Konkurrenzdenken oder macht es einen Wettkampf, dass man sich fragt, kann ich mit weniger leben als Person XY? Kann ich noch mehr ausmisten? Kann ich darauf auch noch verzichten? Und das soll es ja gar nicht sein. Ich selber bin jetzt auch kein großer Freund von so ganz starren Definitionen, was ist Minimalismus wirklich, weil, wie gesagt, für mich ist das eine Einstellung, nach der man lebt gewissermaßen, aber die ist super individuell und Definitionen sind immer sehr starr und das finde ich bei Sachen, die man sehr divers interpretieren und auslegen kann, etwas schwierig. Aber Minimalismus ist ja genau das nicht. Also Minimalismus ist ganz weit weg von Konkurrenzdenken. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns eigentlich ständig vergleichen, wo wir uns immer fragen, warum hat mein Nachbar das? Kann ich mir das auch leisten? Wie ist mein Status verglichen mit anderen Leuten? Und ständig vergleicht man sich und hat irgendwelche Statussymbole, die man zeigen möchte und ja, irgendwie beweisen möchte, wie gut es einem geht und wie gut man es im Leben hat und wie viel Geld man hat und was man sich leisten kann. Und Minimalismus geht ja viel mehr nach innen. Das geht ja viel mehr dahin, dass man sich selber fragt, wie wünsche ich mir mein Leben? Was für Dinge bereichern mein Leben? Was für Dinge machen mein Leben wertvoll? Wofür bin ich dankbar im Leben? Mit was möchte ich mehr Zeit im Leben verbringen? Wofür möchte ich mehr Geld ausgeben als für andere Dinge? Und das ist ja komplett unabhängig von dem eigentlich, was andere Leute machen. Und deshalb finde ich das interessant und auch teils schockierend, dass Leute immer noch dieses Denken haben, das bewerten zu müssen und zu sagen, Minimalismus ist offenbar immer noch ganz viel sich beschränken und auf ganz viel zu verzichten. Ich habe irgendwann letztens auch nochmal mit meinem Mann zusammengesessen und da habe ich auch so zu ihm gesagt, wenn jetzt hier irgendwas mit dem Haus wäre oder es würde ein Brand ausbrechen oder irgendwas, was wären denn Sachen, wo man jetzt wirklich sagen würde, boah, dass wir das jetzt nicht mehr haben, das ist echt schlimm. Und wenn man sich das so fragt, was brauche ich denn wirklich, was müsste ich wirklich wieder beschaffen, weil sonst mein Leben so nicht mehr weitergeführt werden könnte, weil mir wirklich etwas massiv fehlen würde, dann ist das natürlich super wenig, weil wie viel brauchen wir Menschen schon wirklich zum Leben? Ganz viel ist Komfort und Gemütlichkeit und ja, weil es uns halt Freude macht oder es sind Erinnerungen oder wir finden es einfach schön, also Ästhetik. Aber richtig brauchen zum Überleben, da ist der Anteil ja wirklich minimal. Und
von daher kann ich das verstehen, dass man das so ein bisschen parallel setzt mit Minimalismus. Aber das ist es halt nicht. Es ist wirklich nur diese Gegenbewegung zu übermäßigem Konsum, zu ständigen Vergleichen, zu immer mehr brauchen, immer mehr haben wollen und ja, immer mehr im Leben besitzen zu wollen. Und man darf auch nicht vergessen, Minimalismus ist auch bei den meisten Menschen ein Prozess. Damals, als ich mein erstes Aufräumfest gefeiert habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, ich habe Unmengen an Sachen weggetan. Und ich merke aber jetzt über die Jahre, dass ich immer mehr Sachen finde, wo ich sage, ach, das brauche ich vielleicht nicht. Aber dafür gibt es andere Sachen, wo ich sage, hey, da investiere ich jetzt mal einen Euro mehr und hole mir dafür was Gutes, was vielleicht zwei Teile kombiniert und dadurch das Gerät ersetzt oder sowas zum Beispiel. Und genauso ist das natürlich auch mit dem, wie wir hier leben. Natürlich kann man jetzt sagen, brauchen wir so viel Platz? Nein, brauchen wir nicht, aber es ist schön. Für mich ist das auch eine Form von Luxus, diesen Platz zu haben, diese Räume zu haben, um mich auszuleben, um ja einfach Platz für mich zu haben und dass mein Mann seinen Platz hat. Und dann jetzt mit Familie finde ich das sehr, sehr schön. Aber richtig brauchen natürlich nicht. Und genauso ist das auch, wenn dann jetzt unser Kind mal da ist. Natürlich haben wir jetzt im Vorfeld Sachen besorgt, die haben wir vorher im Leben nie gebraucht. Wofür auch? Und natürlich hat sich unser Hausstand dadurch vermehrt. Also wir haben jetzt mehr Sachen als vorher. Aber das ist auch normal, weil das Leben entwickelt sich weiter. Das Leben ist auch ein Prozess und Umstände ändern sich. Aber genauso haben wir hier und da immer mal wieder einen Teil, wo wir sagen, das brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Das haben wir irgendwann mal besorgt, weil wir das dann da benutzt haben. Aber die Zeit ist jetzt vorbei und dann kann dieses Teil wieder gehen. Und deswegen machen wir das auch nicht so abhängig davon, auf wie viele Quadratmeter wohnen wir oder wie viele Gegenstände haben wir. Weil das nicht der Grundgedanke ist. Der Grundgedanke ist, dass die Sachen gebraucht werden. Und alles, was wir jetzt fürs Baby zum Beispiel gekauft haben, werden wir tendenziell, ich weiß, es gibt immer ein paar Sachen, wo man dann nachher merkt, man braucht es doch nicht oder man hat viel zu viel. Aber tendenziell haben wir uns schon bemüht, Sachen zu holen, die man auch wirklich braucht. Und andere Sachen jetzt erstmal on hold zu lassen und zu gucken, wenn wir es brauchen, dann bekommen wir das hier bei uns. Das ist ja kein Problem, dann kurz in den Laden zu fahren und was zu besorgen. Ja, mit diesem Video ging es mir einfach nochmal darum, ein bisschen die Message zu streuen. Nicht Leute danach zu beurteilen, wie leben die wirklich, wie viel besitzen die und kann man das wirklich als minimalistisch bezeichnen, sondern wenn jemand für sich selber sagt, ich lebe minimalistisch und für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich alle Dinge bei mir brauche, schätze und liebe, dann ist das minimalistisch Leben, unabhängig davon, ob die Räume sehr leer sind oder sehr voll sind, denn es ist individuell und genauso wie es auf die Person und das Leben passt. Weil die Gefahr ist immer, ich finde, Minimalismus kann so viel schaffen und so viel Positives kreieren, einfach auch so im Inneren und im Mindset. Aber wenn man dann so Leute hat, die ja, dann mit solchen Bewertungen um die Ecke kommen, dann nimmt das einfach Leuten, die anfangen wollen mit dem Minimalismus, schon so den ganzen Mut am Anfang, weil man denkt, oh, jetzt mache ich das falsch und ich halte mich nicht so richtig an die ganzen Regeln, die der Minimalismus mit sich bringt. Das ist einfach Quatsch, es gibt keine Regeln. Mach dein Ding daraus. Gestalte dir dein Leben, so wie du glücklich bist mit den Dingen, die dich glücklich machen, mit den Leuten und Erlebnissen und so im Leben, die dich glücklich machen. Und dann ist das deine Form von Minimalismus und das ist super und das soll genauso sein, unabhängig davon, was alle anderen Leute sagen und wie sie das bewerten. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und es war ein bisschen aufrütteln nochmal so zu dem Thema, was ist Minimalismus bzw. was ist Minimalismus vielleicht auch nicht. Schreib mir deine Gedanken sehr gerne dazu in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf Austausch mit dir und dann freue ich mich auf das nächste Video und bis dahin, mach es gut. Bye!